unser Pizzateig und so geht's. Wir geben 250 Milliliter Wasser in eine Rührschüssel, geben einen Würfel Hefe hinzu, eine Prise Zucker und mit einem Schneebesen rührend auflösen. Außerdem geben wir jetzt 500 Gramm Mehl hinzu und eine Prise Salz und einen guten Schluck Olivenöl. Den Teig für ca. 3-4 Minuten kräftig durchkneten. Abdecken und für eine Stunde gehen lassen. Aus unserem Teig formen wir etwa 200 Gramm schwere Kugeln und rollen diese aus. Mit einer leckeren Tomatensauce mit Kräutern einstreichen und anschließend nach Belieben belegen. Und schon geht meine Pizza ab in den vorgeheizten Backofen mit einem Pizzastein bei voller Leistung auf Pizzastufe für ca. 4-5 Minuten. Sieht das nicht lecker aus? Viel Spaß beim Nachmachen!